Heute geht alles schief. Ich wollte ursprünglich was anderes machen, nämlich eine Anmoderation im Freien. Ich wollte von der Amalienburgstraße was machen mit einer Tram im Hintergrund. Unfall. Am Bahnhof endete alles. Ich musste mit der U-Bahn und Bus weiter. Ja. Und es fängt an zu regnen. Ist alles zerzaust. Und ursprünglich wollte ich eine neue Röhre vorstellen, nämlich eine LS1500, eine UKW-Senderöhre der ehemaligen deutschen Wehrmacht, die zu den etwas stärkeren Leistungsröhren gehört, nämlich bis zu 7 Kilowatt, je nach Modulation und Wellenbereich kann sie bis zu 12.000 Volt Anodenspannung und 1,5 Ampere Anodenstrom verarbeiten. Die Röhre sieht sehr interessant aus. Da kommen wir gleich zu. Ich gehe erstmal ins Trockene. Die sonst hier so ruhige Gegend fährt jetzt gerade ein Auto nach dem anderen vorbei. So, kaum steht man im Regen und kommt nach Hause, dann steht ein Paket vor der Tür. Was mag da wohl drin sein? Eine sehr gut verpackte eine sehr gut verpackte LS1500.
So, et voilà. Das hier ist eine LS1500 von Telefunken. Dies ist eine UKW-Senderöhre. Die Röhre selbst ist luftgekühlt. Die Maximalwerte sind je nach Wellenlänge und Modulationstyp maximal 1200 Volt, Entschuldigung, 12.000 Volt bei maximal 1,5 Ampere. Die Heizspannung beträgt 6,5 Volt bei 20 Ampere. Ich muss nur kurz auf der Uhr das Bild kontrollieren, weil ich zur Abwechslung jetzt neben der Kamera stehe und nicht davor. Die Röhre ist außen aus Keramik ausgebaut und Metall. Und wurde produziert in der achten Woche 1944. Auf der Webseite sind wie immer alle Detailbilder sowie die Datenblätter. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und noch als Vergleich. Welche Röhre habe ich hier gerade griffbereit? Im Prinzip alle, aber ein Arm ist nicht lang genug. Nehmen. Als Größenvergleich, das ist eine 6L6GC und daneben die LS1500. Nur mal als Größenvergleich. So, danke fürs Zuschauen und bis bald. Das Video war jetzt ein kleines Video zwischendurch.